Daniel Thome, ehemaliger Service-Weltmeister, heute spezialisiert im Beruf, Geschäftsführer vom Kleinverlag Renovium. Ich möchte mit dir gerne über den Beruf reden, Restaurantfachmann, Restaurantfachmann EFZ. Alle Statistiken, alle Zahlen deuten darauf hin, dass es in Zukunft noch weniger Lehrlinge gibt. Daniel Baumann, der Restauranttester, hat mir in einem letzten Interview gesagt, dass ich ein Wohlstandsproblem, weil immer mehr Eltern ihre Kinder verständlicherweise ja auch immer mehr in den akademischen Weg einbringen möchten. Siehst du das auch so? Ja, das stimmt. Ja, es ist schon immer so gewesen, aber dass Eltern, die den akademischen Weg gewählt haben, sehr oft, die Statistik sagt über 60%, dann schlussendlich ihre Kinder auch den akademischen Weg gehen. Das ist so. Ein Wohlstandsproblem würde ich das nicht definieren. Nein, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube aber, dass es ein sinkender Markt ist und man muss etwas dagegen machen, dass die lernenden Zahlen jetzt insbesondere in der Branche Gastronomie Hotellerie zurückgehen. Ja? Glaubst du, es gibt einen Weg, um das aufzufangen, oder belassen wir es einfach bei dem? Nein, das gibt ganz bestimmte Wege natürlich. Und einer, der ganz wichtig ist, ist die Attraktivität von diesem Job oder von diesem Beruf oder von dieser Berufung auch wieder herzustellen. Und das ist, dass man Beruf, Restaurantfachmann wieder das zurückgibt, was er eigentlich verdient hat. Ein stolzer Job, den er aus Passion und Leidenschaft kann ausüben kann. Ja. Was macht denn ein junger Mensch stolz, dass er den Beruf ausüben darf? Ganze Haufen. Ich glaube, eines vom Wichtigsten ist die Wertschätzung gegenüber seiner Arbeit, die er macht. Und das ist etwas vom Wichtigsten, wenn er am Abend nach einem Tag arbeiten kann, sagen, es war gut gewesen, ich konnte viele Gäste glücklich machen, ich habe meinen Job gut gemacht und der Chef ist glücklich. Ich denke, dort muss man als erstes ansetzen. Jetzt sitzen wir hier in einem Restaurant mit einem Sushi-Band, die gängigen Formen heute. Das widerspricht ja eigentlich genau dem, oder? Ich habe das Lokal nicht rausgelesen, wo du jetzt mir explizit an einem Selbstbedienungsrestaurant hast, ein Interview herführen. Ja, natürlich, es gibt verschiedene Ausrichtungen und auch diese Ausrichtung da, die hat absolut ihre Berechtigung auf dem Gastromarkt und finde ich auch wichtig. Aber auch da braucht es Verkaufspersönlichkeiten oder Persönlichkeiten vom Fach. Ich würde ja heute nicht mal mehr vom Verkäufer reden, sondern die Gäste, die da reinkommen, die wollen ja kaufen. Das ist schon mal klar. Also verkaufen muss ich nicht mehr, ich muss höchstens das noch, was sie wollen kaufen, gut können überbringen und sie begleiten ihrem Besuch hin. Und das muss man da innen genauso wie bei einem McDonalds oder wie in einem klassischen Restaurant. Jetzt hat man ja das Berufsleitbild überarbeitet. Man hat die Grundbildung und man hat noch die Spezialisierung in die vier Teilbereiche. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Das ist sicher ganz ein wichtiger Schritt. Ja. Dass man auch hat wieder festgestellt, was der Kellnerberuf, so wie er früher ja mal geheissen hat, was muss der für Kompetenzen haben, um den Gast können zu betreuen den ganzen Tag oder dann, wenn er Gast ist in einem Restaurant. Und diese Ausrichtungen, die stärken natürlich schon eine Attraktivität in dieser Grundbildung, sich auf etwas noch vermehrt zu fokussieren und zu sagen, das interessiert mich, ihm dann auch die Möglichkeit können geben, wie auch im Ausbildungsbetrieb, dass er sich dort kann spezialisieren und ein vertieftes Wissen kann sich aneignen, als in der Grundbildung normal vorgesehen wäre. Ja. Jetzt habt ihr ja bei Renovium ein neues Service-Lehrbuch geschrieben, das eigentlich dem, oh nicht eigentlich, es ist ganz genau auf das neue Berufsbild übertragen. Wie wichtig ist das für einen jungen Menschen aus seiner Sicht, dass er ein richtiges Lehrbuch hat? Das ist, denke ich, etwas vom Wichtigsten, dass das, was er vor sich hat, auch dem entspricht, was er im Beruf ausüben will.
das muss etwas sein, wo er stolz drauf ist. Das ist etwas, wo er muss drinnen können lesen, sich muss finden drinnen. Es muss leserkonform sein, auf seinem Niveau entsprechend, dass es für ihn freundlich gestaltet und geschrieben ist. Ich glaube, das ist ein Werk, das er auch muss nach der Lehre können, immer noch als Nachschlagewerk können brauchen, wie auch in einem Betrieb. Das ist ja nicht nur für einen Lernenden, sondern auch für die Fachmitarbeitenden. Da ist Wissen drin, das ihn wie ein Pauli stolz macht darauf, dass das in seinem Bücherregal innen ist oder er braucht in seiner Tätigkeit. Jetzt ist ja so, dass zwei Grundlehrbücher gemacht worden sind. Und dann habt ihr für jede Spezialisierung ein Buch, also vier Bücher. Und da sind einen interessanten Weg gegangen. Da haben nämlich nicht mehr einfach Fachlehrer genommen, die das schreiben, sondern haben Spezialisten vom Markt genommen. Erklär das einmal. Ja, wir haben eigentlich alles über den Haufen geschossen, was wir uns jetzt gemacht haben oder was im Moment auf dem Markt ist, sondern sind wirklich in die Praxis gegangen zu den Fachexperten und haben die angehört. Was ist im Moment Trend? Was ist Gegenwart? Was muss man wissen? Was ist wichtig in diesen Fächern, wo sie tätig sind? Und das haben wir dann, das Wissen haben wir dann verpackt, didaktisch aufbereitet, in diesem Lehrbuch für die Lernenden aufbereitet. Und das ist tatsächlich etwas Neues, weil wir haben den Fokus nicht auf der Lehrperson, die unterrichtet, sondern wir haben den Fokus, ein Grundlagewerk zu schaffen, das für diesen Beruf ist und in diesem Beruf die Themen eingehend so behandelt, wie das diesem Beruf auch gerecht werden soll. Und das ist etwas Neues. Ja. Das war für uns sehr herausfordernd gewesen und es ist auch für die Fachexperten herausfordernd, besonders dann auch wieder für die Didaktiker, die wieder aus dem Wissen heraus das didaktisch so müssen aufbereiten müssen, dass es schulkonform wird sein, dass man mit dem dann auch ein Thema anfangen kann, dass eine Lehrperson mit dem eine Lektion aufbereiten kann. Und das war herausfordernd gewesen, aber wir sind wahnsinnig stolz, was wir schlussendlich dann auch daraus gebracht haben. Ja. Kannst du mir ein Beispiel geben oder mehrere Beispiele, wer denn so mitgeschafft hat? Selbstverständlich, ja, ich nehme das Thema Tee beispielsweise, wo wir mit der Langgaste Tina Wagner zusammen gearbeitet haben. Die hat einen unglaublichen Schatz an Wissen, auch zukunftsorientiert oder trendorientiert, was sie uns übermittelt hat. Und mit diesem Inhalt haben wir schlussendlich das Buch im Bereich Tee aufbereitet. Wir haben dem Beispiel Tee auch viel mehr Platz gegeben, als jetzt vielleicht das Leistungsziel verlangt, weil es für uns wichtig war, den Mehrwert von dem Tee in dem... Ich nehme an, Tee ist nicht das einzige Beispiel, da werden noch weitere haben, oder? Ja, natürlich. Ja. Also komme ich jetzt gerade, Umweltmanagement ist so ein Thema. Nachhaltigkeit, Effizienz und ökologisches Schaffen ist etwas, wo in aller Munde ist und niemand weiss eigentlich ganz genau, was das heisst, schlussendlich für Betriebe gebrochen. Auch da arbeiten wir mit Firmen und Organisationen zusammen, die uns wirklich die neuesten Trends übergeben, mit Inhalt beschreiben, was das heisst für Gastronomie, wir dann wieder in die Bücher umsetzen, mit dem digitalen Zusatzpaket sogar auch noch ganz verschiedene Projekte, die Schulen machen können, integrieren, um auf solche Themen auch zu sensibilisieren, auch wenn es nicht nur am Leistungsziel das Leistungsziel abdeckt, sondern bei weitem übertrifft, aber weil es interessant ist für unseren Beruf, das zu wissen und dort unser Know-how reinstecken. Ja. Aber ich nehme auch an, da sind ja auch Sachen wie Kaffee drin, Whisky und so weiter. Aber so die theoretischen, klassischen Bereiche wie Wein, das ist nach wie vor gesamtheitlich abgebildet, oder? Selbstverständlich. Das Einzige, was wir beim Wein jetzt beispielsweise geschaut haben, ist zu schauen, was muss ein guter Kellner oder ein guter Restaurantangestellter heute können, um gut können Wein zu verkaufen vor dem Gast. Und das ist nicht die 10 Grand Cru vom Bordeaux auswendig zu lernen, darum haben wir dort stark reduziert, sondern einfach soll verstehen, wo ist das Bordeaux, welchem Land ist es, was sind dort die wichtigen Traubensorten und wie ist der Wein dort entstanden, Geschichte drumherum. Und schlussendlich muss er anhand von seiner Getränkekarte ja wissen, was er in seinem Angebot drin hat. Und die Weine, die muss er kennen und können verkaufen und wissen, wie das sie schmeckt. Also dort sind wir eher ein bisschen in die Reduktion hineingegangen, dass wir nicht Spezialisten werden von irgendeiner Region, von einem Land, sondern dass er das Ganze drumherum versteht und dort ein bisschen oben runtergegangen. Ein anderes Beispiel ist, Mise en Place geben ihm viel mehr Platz, weil wir sagen, das ist sehr wichtig in diesem Beruf, einen guten Mise en Place können zu haben. Eine letzte Frage. Früher hat er, also die letzte Berufsbezeichnung, ist Restaurationsfachmann gewesen.
Wir sind doch froh, restaurieren wir jetzt keine Restaurant mehr, sondern sind Restaurantfachangestellte, oder? Das macht mich natürlich in meinem EFZ steht noch Kellner drin und ich bin ein stolzer Kellner. Und alles, was dazwischen ist gekommen, bis jetzt zum Restaurantfachmann, muss ich sagen, Fachfrau ist tatsächlich zum Teil ein bisschen sehr weit her gesucht gewesen und Verwirrung gegenüber anderen Berufen ist gross gewesen. Ich bin sehr froh, ist das auch ein bisschen der EU angepasst worden und der Name Restaurantfachmann ist jetzt tatsächlich erklärender als etwas zu restaurieren. Ja. Stolzer Kellner, stolzer Koch. Danke vielmals, Daniel Thome. Merci auch vielmals.